Ja, ihr Lieben, es ist schön, dass wir uns nochmal nach diesen Tagen des Segens, des Wortes Gottes, zusammenfinden dürfen. Und es ist schön, dass wir dieses Thema haben dürfen, unser Glaube ist der Sieg. Und es ist, denke ich, wichtig, wenn wir jetzt wieder in den Alltag gehen, das sind Segensstunden, man ist auch nicht so herausgefordert, man wird mehr ermutigt und dann geht es wieder zurück in die Herausforderung des Alltags, dann geht es wieder zurück in die Kämpfe, dann geht es auch wieder zurück in vielleicht manche Leiden und Schwierigkeiten, die wir in unserem persönlichen Lebensumfeld erleben. Es geht auch wieder zurück in die Praxis des Gemeindebaus und auch dort gibt es Leiden und Schwierigkeiten, auch Rückschläge. Ja, überall dort, wo der Herr seine Gemeinde baut, gibt es Kampf und Schwierigkeiten und Dinge, die uns auch aufreiben wollen, entmutigen wollen. Und da ist es wichtig, dass wir ermutigt werden. Ja, wir dürfen mehr als Überwinder sein, aber nur durch den einen, der uns geliebt hat, durch den Herrn Jesus Christus. In uns selber sind wir programmierte Verlierer. Ja, von unserem Fleisch her können wir in dieser letzten Zeit überhaupt nicht bestehen. Aber mit unserem Herrn Jesus können wir bestehen. Das ist das Thema des heutigen Morgens. Und ich möchte nochmal diese beiden Bibelworte lesen, die uns in diesem Morgen leiten sollen. Das erste ist im ersten Johannesbrief im 4. Kapitel, ab Vers 1, dieser Abschnitt. Da finden wir auch schon etwas über dieses Siegesthema. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Ihr Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, das ist die eine Stelle. Sie spricht von dem, der größer ist als der Fürst dieser Welt, nämlich der Herr Jesus, der in uns wohnt, wenn wir wirklich sein Eigentum sind. Deswegen sind wir Überwinder, weil der Herr Jesus in uns wohnt. Und es gilt auch nur dem, der wirklich weiß, ich bin ein Eigentum des Herrn Jesus. Christus wohnt in mir und lebt sein Leben in mir und ich bin in Christus. Dann sind wir geborgen. Dann kann der Teufel uns nicht antasten. Ja, wir leben in der letzten Zeit und dieses Wort in 1. Johannes 4 ist für diese Zeit geschaffen. Wir können es gar nicht ausführlich auslegen, aber wir wollen doch mal kurz uns anschauen, was da geschrieben steht. Denn das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für uns alle. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wir leben in einer Zeit, in der dämonische Irreführung durch listige, finstere Geister immer stärker einwirkt auf die Gläubigen. Das müssen wir wissen. Ja? Es gibt alle möglichen Kanäle der Verführung, es gibt falsche Propheten, es gibt auch falsche Lehrer. Das wird uns ja in 2. Petrus 2 gesagt. Vor den falschen Propheten warnt der Herr Jesus in Matthäus 24 und hier finden wir das auch nochmal ganz speziell auf die Gemeinde bezogen. Die Warnung vor den falschen Propheten. Und es gibt irreführende Geister, die in der letzten Zeit uns von dem rechten Weg abbringen wollen. 1. Timotheus 4,1 finden wir ja diese Warnung noch einmal ganz deutlich und klar geschrieben. Der Geist, nämlich der Geist Gottes, der Geist, der die Schriften inspiriert hat, aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wir leben mitten in dieser Zeit. Und wir sehen in der Charismatik, in der Bibelkritik,
in der modernen Gemeindewachstumsbewegung, auch in vielen Bewegungen, die inzwischen in der Allianz vertreten sind, geschweige denn in den großen Kirchen, betrügerische, verführerische Geister, die betrügerische und verführerische Lehren ausbreiten. Ob das jetzt die Charismatik ist oder auch die Ökumene, ja, es ist doch interessant, dass die Bibel im prophetischen Wort sagt, es muss diese Hure Babylon, diese große Welteinheitskirche am Ende kommen. Und deshalb finden wir, dass selbst ja, evangelikale Christen, die früher vielleicht gesagt haben, also mit der Ökumene und mit Rom wollen wir nichts zu tun haben, dass sie wie verzaubert und gebannt inzwischen zum Papst Franziskus pilgern und plötzlich sagen, ja, wir brauchen die Einheit mit der römischen Kirche, sonst können wir nicht bestehen. Ja, das ist, weil sie nicht mehr mit dem Herrn Jesus rechnen. Dann müssen sie mit den menschlichen Kräften rechnen. Und die katholische Kirche hat als Argument für sich nicht die Wahrheit ihrer Lehren, sondern 1,2 Milliarden Namenschristen, die ihre Anhänger sind. Ja? Und damit sind sie doch was in dieser Welt. Ja? Und wenn wir mit unseren 400 Millionen und die Pfingsten mit ihren 600 Millionen, wenn wir uns alle zusammenschließen, dann sind wir eine große, starke Macht in der Welt. Ja? Und das ist die große Verführung, dass man meint, man müsste etwas für Christus tun, indem man sich mit allen möglichen Irrlehren und Abgefallenen und falschen Christen zusammenschließt, um etwas Großes in der Welt zu bewegen. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, wir haben in dieser Welt nichts zu bewegen, sondern wir haben das Evangelium dieser Welt zu bezeugen und etliche noch herauszurufen, bevor die Gemeinde vollendet wird und entrückt wird. Und das ist genau die Herausforderung, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen in diese Welt hinein und diese ganzen religiösen, christlichen Strömungen sind letztlich aus der Welt. Das sagt uns dieser Abschnitt. Ja? Diese falschen Propheten, die waren immer schon Welt. Sie waren nicht wiedergeboren. Sie gehören nicht wirklich zum Reich Gottes, obwohl sie das Wortreich behaupten. Ja? Und deswegen brauchen wir Unterscheidung der Geister. Und wie können wir heute die Geister prüfen? Nur mit einem, dass wir den Maßstab der irrtumslosen Heiligen Schrift verstehen, anzuwenden auf die Strömung dieser Zeit. Ja? Die Geister prüfen wir, indem wir an dem heiligen Wort Gottes festhalten, das durch den Heiligen Geist gegeben ist. Und alles, was damit nicht übereinstimmt, kann nicht von Gott sein. So einfach ist es. Ja? Auch wenn es sich noch so überzeugend anhört, auch wenn es noch so viel Erfolgsmeldungen für sich reklamieren kann, es ist nicht von Gott, ich will nichts davon wissen. Das ist die Haltung, die wir brauchen in dieser letzten Zeit, wenn wir diese falschen Propheten und diesen Geist des Antichristen überwinden wollen. Diese Geistesmächte sind heute wirksamer und mächtiger denn je. Und wenn wir uns fragen, warum sind plötzlich alle wie verzaubert und gebannt der Meinung, dass die Homo-Ehe richtig ist und dass Menschen 60 verschiedene Geschlechter haben können und es selber bestimmen können, dann ist es genau die Antwort. Es ist der Geist des Antichristen. Es ist der Geist der Gesetzlosigkeit, der hier am Wirken ist und der letztlich auch die Ausreifung des Bösen in dieser Welt vorantreibt. Ja? Und zwar auch in der Christenheit, gerade dort. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da die Geisterunterscheidung haben, dass wir lernen zu unterscheiden, was ist wirklich der Geist Gottes, der den Herrn Jesus verherrlicht und der wirklich auch die Gemeinde Gottes sammelt in der Heiligung, in der Absonderung von dieser Welt, in der Absonderung von Babylon. Und was ist der Geist dieser Welt, der uns letztlich in die Welt hineinziehen und nach Babylon verführen will? Ja? Und das sind Geistesmächte, das zieht und schiebt und wirkt und wir können nur widerstehen, wenn wir ganz fest in Christus und seinem Wort gegründet sind. Ja? Wer meint, er kann da mit der Nachfolge spielen und das mit dem Wort Gottes locker nehmen und oberflächlich für sich selber leben, der wird unter Umständen ganz erschreckt aufwachen, dass er in Babylon gelandet ist und eben nicht die Kraft hatte, dem zu widerstehen, was da an Geistesmächten wirkt. Ja, und dann kommt dieser schöne Vers 4, der uns jetzt hauptsächlich beschäftigen soll. Kinder, ihr seid aus Gott. Bist du aus Gott? Aus Gott gezeugt und geboren. Es geht nicht darum, nennst du dich einen Christ? Glaubst du in irgendeiner Form
an Jesus Christus. Es gibt zweierlei Glauben an Jesus Christus. Es gibt den formalen, äußerlichen Kirchenglauben, den sie alle bezeugen. Ja, wenn man dann auf der Straße Traktate verteilt, dann findet man manchmal nette Menschen oder auch etwas unfreundliche Menschen, die sagen, ich glaube schon an Christus, schon von Geburt an glaube ich. Da denkt man, naja, gut, ja, ich gehe in die katholische Kirche. Ja? Ja, klar, die glauben auch an einen Jesus Christus, aber es ist der falsche, haben wir gestern auch gehört. Ja? Es ist der falsche Christus, das ist nicht der Herr Jesus Christus der Bibel. Und das ist auch das Problem mit den Charismatikern. Das ist auch das Problem mit den Bibelkritikern. Sie haben einen anderen Jesus und ein anderer Geist leitet sie. Und wenn wir aus Gott gezeugt sind und der Heilige Geist in uns wohnt, dann können wir das unterscheiden. Dann merken wir, das ist eine fremde Stimme. Das ist nicht die Stimme des guten Hirten, die durch diese Predigten und Lehren kommt. Und da müssen wir auch ganz arg aufpassen. Das ist heute eine große Gefahr. Das Internet ist ein Marktplatz der Verführung geworden. Ja? Bei YouTube finden wir viele gute Vorträge, bin ich dankbar dafür. Ja? Aber wir finden auch jede Menge verkehrte und verführerische Vorträge. Und viele junge Christen oder auch Ältere können das leider nicht unterscheiden und fallen dann herein auf falsche Lehrer und falsche Prediger. Ja? Und das ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Geist Gottes uns leitet, wirklich das Wort Gottes zu studieren und zu erforschen. Und wenn wir das Wort Gottes kennen und in Christus gegründet sind, dann merken wir, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Ja, das hört sich alles fromm an, aber es ist nicht vom Herrn. Und dieses Unterscheidungsvermögen müssen wir lernen, wir müssen es bewahren und vertiefen in dieser letzten Zeit. Ist auch interessant, der letzte Vers, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Das ist ganz einfach. Ein biblischer treuer Lehrer wird die Lehre der Apostel lehren und verinnerlichen. Das ist nämlich, wir, das sind die Apostel, so sehe ich das. Ja? Wir, die Apostel, hatten den Auftrag, die Lehre des Christus zu bezeugen für die Gemeinden, für die Gläubigen. Und die, die aus Gott gezeugt sind, die sind zu der Lehre der Apostel hingezogen. Ja? Die glauben so, wie es die Schrift sagt. Und die falschen Lehrer, die umgehen interessanterweise besonders die Lehre der Apostel. Ja? Also denen ihre Lieblingsbücher sind die Evangelien, weil der Herr Jesus dort in vielem in Gleichnissen gesprochen hat. Und man, das kann man manchmal so und so deuten. Ja? Die Briefe reden Klartext. Ja? Die Briefe lassen sich viel schwerer verdrehen und verfälschen. Und dann kommt noch die Apostelgeschichte, wo viele besondere Erfahrungen aus der Zeit der ersten Gemeinde sind. Und die Pfingster zum Beispiel, die greifen sich irgendwelche Sondererfahrungen raus und machen daraus falsche Lehren und blenden die Lehre der Apostel, die Briefe aus, wo eigentlich der Prüfstein ist für Irrtum oder Wahrheit. Ja? Also wir wollen auf die Apostel hören. Wer aus Gott ist, der hört auf die Lehre der Apostel, auf das Zeugnis der Apostel im Neuen Testament. Und die anderen sind aus dem Geist des Irrtums. Wer also bewusst diese Lehre verdreht oder verfälscht oder abschwächt und sagt, das war für damals, das ist gar nicht mehr heute, solche Dinge, da müssen bei uns Alarmglocken läuten. Ja? Wir sind aus Gott und wir haben jene überwunden. Also diese falschen Lehrer, diese falschen Propheten dürfen wir überwinden, weil Christus in uns ist und Christus ist der Sieger. Damit werden wir uns nachher noch beschäftigen. Aber ich lese jetzt auch nochmal vom 5. Kapitel die ersten Verse. Da haben wir den zweiten Abschnitt, was unser Bruder auch schon gelesen hat. Ab Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der gesalbte König, den Gott einmal einsetzen wird, der ist aus Gott geboren oder aus Gott gezeugt. Und wer den liebt, der ihn gezeugt hat, der liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Das heißt, wenn wir Gott als unseren Vater erkennen und lieben, dann lieben wir auch die wahren Kinder Gottes. Ja, dann wird der Geist Gottes in uns eine Beziehung herstellen zu dem Geist Gottes in meinem Bruder und meiner Schwester. Und dann ist eine innere Verbundenheit da. Ja, das merken wir hoffentlich besonders auch an solchen Konferenzen, wenn wir aus verschiedensten Kreisen und Prägungen zusammenkommen und trotzdem Christus in uns eint uns. Der Geist Gottes führt die Brüder und Schwestern zueinander. Ja, das ist das Schöne.
Vers 2, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Ja, also Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber gehört dazu, wenn wir Unterscheidungsfähigkeit haben wollen, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen und auch wenn wir in der Endzeit überwinden wollen. Ohne Glaubensgehorsam geht das nicht. Ja? Und jeder wirkliche biblische Glaube beinhaltet Gehorsam. Ja? Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Herausfordernd, oder? Ja. Aber wisst ihr, wenn wir in die Haltung von Knechten sind, das habe ich gestern auch schon erwähnt, wenn wir Knechte sind, die angestellt sind, um Lohn und Werke erarbeiten müssen für Gott, dann sind Gottes Gebote furchtbar schwer. Und dem Nicht-Wiedergeborenen erscheinen diese Gebote eine Last. Ich muss eben, weil sonst kriege ich ja vielleicht Schwierigkeiten mit Gott. Ja? Wenn wir aber Kinder sind und als Kinder leben, dann wissen wir, dass die Gebote unseres himmlischen Vaters nur Güte und Wahrheit sind und nur unser Bestes wollen. Und wir haben durch den Geist Gottes die Kraft, diese Gebote zu halten. Und dann sind sie nicht mehr schwer. Das ist das, was der Herr Jesus gesagt hat. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Für den Wiedergeborenen. Und für den, der als Kind, als Sohn lebt und nicht als Knecht. Es gibt vielleicht wiedergeborene Christen, die leben ein Stück weit wie Knechte. Gebückt unter der Last der Nachfolge. Wir müssen gehorchen, wir müssen die Gebote halten, wir müssen. Und es ist alles Unfug. Ja, wenn ich Kind bin und den Ratschluss meines Vaters erkenne, dann da sage ich, ich darf die Gebote halten. Es ist herrlich. Ja, natürlich soll ich es auch. Natürlich ist es mir eine innere Pflicht, aber es ist keine äußere Last, die mich zwingt und bedrängt und niederdrückt, sondern es ist ein Vorrecht. Und da können wir uns mal prüfen, wie viel Knechtsgesinnung ist noch in uns und wie viel Sohnesgesinnung ist in uns. Ja? Überwinder sind die, die Söhne sind, die wissen, ich bin aus Gott gezeugt. Mein himmlischer Vater ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Römer 8, auch so ein Siegeslied. Ja? Und dann wissen wir, dann kann die Welt mich nicht überwinden. Ja? Wenn der allmächtige Gott für mich ist, wenn er mein Vater ist, ja, dann kann die Welt mich nicht überwinden. Und was er mir sagt und was er mich lehrt, dazu gibt er mir auch die Kraft, es zu tun. Das ist Gnade. Ja? Gnade heißt nicht, dass ich die Freiheit habe, zu sündigen und von Gottes Wort abzuweichen und seine Gebote mit Füßen zu treten. Das ist die falsche Gnade der Irrlehrer. Ja? Aber Gnade heißt, für das, was Gott mir gebietet, gibt er mir die Kraft und auch die Freudigkeit, es zu tun, wenn ich in der rechten Beziehung zu ihm bin. Und das ist übrigens überhaupt das Geheimnis alles Überwindens und alles Sieges. Wenn da steht, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, dann heißt es auch, meine innere Beziehung zum Herrn, meine Liebe zum Herrn, meine Bereitschaft, gehorchen zu wollen, mein mich ihm anvertrauen ist der Sieg. Ja. Wenn ich so lebe, dann lebe ich als Überwinder. Und wenn ich nicht so lebe, dann gibt mir der Herr die Chance, umzudenken. Und um mich ganz neu auf diese Beziehung zum Herrn auszurichten. Und dann kommt die Kraft für den Sieg. Ja, wir werden das noch ausführlicher behandeln, aber wir lesen jetzt nochmal Vers 4 und 5. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, was durch den Geist Gottes neues Leben empfangen hat, durch den Glauben an Christus, das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und da haben wir eigentlich auch schon den Schlüssel. Wir sind keine Überwinder in uns. Ich habe vorher gesagt, wir sind die geborenen Loser als Söhne Adams, als Menschen, natürliche Menschen. Ja? Wir haben keine Kraft gegen den Fürsten dieser Welt. Der legt uns ganz schnell aufs Kreuz, überhaupt kein Problem. Ja? Wir haben in uns keine Kraft gegen die Sünde. Wir haben auch keine Kraft gegen diese Welt, weil die Welt nämlich genau das macht, was unser Fleisch auch will. Nämlich sündigen, Selbstverwirklichung betreiben, eigene Wege gehen, selbstbestimmt leben. Wollen wir selbstbestimmt leben? Ich möchte mit Gottes Hilfe Christus bestimmt leben, nicht selbstbestimmt. Ja, also unser Fleisch
macht uns zu Überwundenen, zu solchen, die der Welt nichts entgegenzusetzen haben. Aber der Herr Jesus ist der große Sieger und Überwinder. Er ist der Sohn Gottes und deswegen wollen die Irrlehrer das auch alle irgendwie abstreiten. Ja? Dass sie Jesus Christus vielleicht als Menschen, als Rabbi und Lehrer irgendwo stehen lassen, aber dass sie ihm die Gottessohnschaft wegnehmen wollen. Und er ist deswegen der Sieger über die Welt, weil er der Sohn Gottes ist, der Herrliche, der Anteil hat an der Allmacht und Kraft und Herrlichkeit Gottes und trotzdem wahrer Mensch wurde. Und der Herr Jesus hat den Sieg errungen über die Welt. Das lesen wir in Johannes 16, so schön in diesem einen Vers am Ende vom 16. Kapitel. Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst. Beides stimmt. Ja. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Ja, die Frage ist, wie hat der Herr die Welt überwunden? Nun, der fleischliche Sinn, der heidnische Sinn, und auch der jüdische Sinn hat sich vorgestellt, Christus überwindet die Welt, indem er als Herrscher, als König und Richter kommt mit seinen Heerscharen und die Gottlosen alle zerschmettert und umbringt und sein Reich aufrichtet in Herrlichkeit. Das wird ja der Fall sein. Das glauben wir ganz gewiss. Ja, Christus wird als König und Herrscher kommen und Frieden und Gerechtigkeit aufrichten und die Gottlosigkeit richten. Aber das ist nicht die Art, wie der Herr Jesus die Welt überwunden hat. Er hat sie auf einer viel, viel tieferen und wunderbareren Art und Weise überwunden, und zwar durch Schwachheit, durch Erniedrigung, durch das Opfer seiner selbst. Philipper 2, der Herr Jesus hat die Welt überwunden, indem er sich zu nichts gemacht hat, indem er als wahrer Mensch auf die Erde kam, indem er das Lamm Gottes wurde, das die Sünde der Welt hinweggenommen hat, indem er sich völlig hingeopfert hat am Kreuz und sein Blut gegeben hat zur Erlösung für jeden sündigen Menschen, der an ihn glaubt. Dadurch hat Christus die Welt überwunden. Und dadurch, dass er auferstanden ist aus den Toten und dadurch, dass er aufgefahren ist als der verherrlichte Gottessohn, in den Himmel zur Rechten des Vaters, wo er jetzt Autorität und Macht hat über die ganze Welt. Das ist der Sieg. Und ich finde das so gewaltig. Wisst ihr, der Geist dieser Welt ist im Grund der Geist Satans. Und der Geist Satans war Hochmut, Rebellion gegen Gottes Autorität, Selbstverwirklichung um jeden Preis. Und das ist der Geist, den der Teufel Adam und uns allen eingeflößt hat durch den Sündenfall. Wir sind Rebellen von Natur. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen nicht Gott dienen. Und das ist genau unser Problem. Und der Herr Jesus hat den Teufel und hat diese Welt mit ihrem Stolz, mit ihrer Auflehnung gegen Gott überwunden, indem er sich Gott hingegeben hat bis zum Äußersten. Bis hin zu dem Punkt, wo er als der Sündenträger im Zorngericht Gottes stand und rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort hat der Herr Jesus den Satan besiegt. Der Satan war ein Geschöpf und er wollte gerne selber Gott sein und Anbetung haben. Er wollte sich selbst verwirklichen und hat es nicht ertragen, dass Gott größer ist als er. Hochmut, Rebellion. Und der Herr Jesus, er war demütig bis hin zur Selbstaufgabe am Kreuz, bis hin zu dem, wo er rufen musste, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Versteht ihr das? Der Herr Jesus hat durch Schwachheit, durch Demut, durch Selbstaufopferung die Welt überwunden. Nicht durch Macht und Kraft. Sonst wären wir alle im Zorngericht mit untergegangen. Ne? Das hätte der Herr machen können. Die Welt im Zorn richten, kein Problem für den allmächtigen Gott. Aber dann wäre niemand gerettet worden. Ja? Nein, sondern Christus hat den Hochmut, die Bosheit, den Stolz dieser Welt überwunden am Kreuz. Durch seine völlige Hingabe, durch sein Opfer.
Und was dann geschah, dass Menschen, die eigentlich Teil der Welt waren und die eigentlich unter dem Zorngericht Gottes standen, und da steht jeder Mensch, der nicht an Christus glaubt und der nicht Christus gehört, steht unter dem Zorn Gottes. Aber durch sein Opfer hat der Herr Jesus die Bahn freigemacht, dass die Gnade Gottes sündige Menschen zur Umkehr rufen konnte, dass Gott eine komplette, völlige Sündenvergebung verkündigen konnte für jeden, der an den Herrn Jesus, an den Retter und Mittler, an Erlöser glaubt. Und das war der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da gab es jetzt plötzlich Menschen, die konnten der Welt entfliehen. Die waren nicht mehr Teil der Welt. Die waren auch nicht mehr unter dem Gericht, sondern sie waren begnadigte und geliebte Kinder Gottes geworden. Das größte Wunder, das Gott je getan hat, wenn ich das mal so wage sagen zu dürfen, ist die Wiedergeburt, die Zeugung aus Gnade von völlig verdorbenen, nutzlosen, bösartigen, entarteten Menschen, Geschöpfen zu strahlenden Kindern Gottes, die Anteil haben an der göttlichen Natur. Das ist das größte Wunder. Das ist die größte Herrlichkeit, mit der Christus den Vater verherrlicht hat, indem er ihm viele Söhne zugeführt hat, die herausgerettet sind aus der Welt, über die die Welt keine Macht mehr hat und der Satan auch nicht. Kolosser 1,13. Der Vater hat uns herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und das ist die Welt, der Machtbereich der Finsternis. Und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung. Das ist die Basis dafür, dass wir der Welt entrinnen können und dem Gericht entrinnen können, das Gott über diese Welt bringen wird. Und das kommt näher, das kommt immer näher. Haben wir gestern ein Stück gehört, wie frech die Welt inzwischen Gottes Ordnungen runterreißen will und Gott lästert. Und das wird eine Antwort haben. Und die Antwort ist letztlich Feuer vom Himmel. Ja? Und dann werden die Gottlosen vergehen in diesem Zorngericht. Aber der Sieg des Herrn Jesus über die Welt ist, dass er Gnade und Rettung aus der Welt eröffnet hat für jeden Sünder, der glaubt. Das ist der Sieg. In der jetzigen Form. Und dieser Sieg wird vollendet werden, wenn der Herr Jesus als Richter kommt, als König, als Herrscher, um Gottes Maßstäbe auf dieser Erde durchzusetzen. Ja? Aber das ist nur die zweite Stufe. Die erste Stufe, in der wir jetzt sind von diesem herrlichen Sieg, ist, es ist Gnade gegeben für Weltmenschen, zu Kindern Gottes werden zu können. Ergreift diese Gnade, solange sie noch angeboten ist. Das ist nicht mehr sehr lange. Ja, dieser Ruf der Umkehr, dieser Ruf, herausgerettet werden zu können aus dieser Welt, wird irgendwann verstummen und die Gemeinde wird verherrlicht in die Himmelsherrlichkeit geführt werden. Und danach kommt das Gericht für die allermeisten Menschen. Ja, diejenigen, die das Evangelium gehört haben, werden danach zur Rechenschaft gezogen werden, warum sie nicht dem Ruf zur Umkehr gefolgt sind. Ja, es gibt noch vielleicht Umkehr für andere, für Heidenvölker, die vom Herrn noch nichts gehört haben, ganz sicher sogar, wenn wir die Offenbarung lesen. Aber für die, die das Evangelium gehört und verworfen haben, gilt 2. Thessalonicher 1, ja, der Herr Jesus wird kommen und wird Feuer vom Himmel bringen, Gericht über alle Gottlosen. Ja. Und deswegen, wir sind am Ende der Gnadenzeit, es gilt noch dieser Ruf, der Herr Jesus hat die Welt überwunden, übergib ihm dein Leben, gib das, entscheide dich, ihm völlig nachzufolgen und du wirst herausgerettet sein aus dieser Welt und wirst Anteil haben an der kommenden Welt, an dem Reich Gottes. Ja? Wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann wissen wir auch, sein vollkommenes Sühnopfer hat die Welt und den Satan, die Sünde und den Tod für immer besiegt und überwunden. Dieser Sieg gilt erst einmal nur für die, die glauben. Ist klar. Wer nicht glaubt, hat auch keinen Anteil an der Erlösung und am Sieg. Aber für uns, die wir glauben, wir dürfen lernen, mit diesem Sieg zu rechnen. Mit diesem Herrn zu rechnen, der jetzt erhöht ist zur Rechten Gottes, der bekennen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist es ein Schützer, Beschützer und Erretter, der uns retten kann aus einer bösen Welt?
Absolut. Wenn ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, was kann ihn hindern, die Seinen zu bewahren und zu erretten? Ja? Das dürfen wir im Glauben festhalten, wenn des Feindes Macht uns droht, wie es in dem schönen Lied so heißt. Ja? Wisst ihr, der Teufel ist schon auch ein Meister in Mimikrie und Einschüchterung. Ja? Er hat eine gewisse Macht, aber übertreibt natürlich diese Macht und stellt sich gerne gegenüber den Christen als allmächtig dar. Ja? Und das ist falsch. Den Gefallen dürfen wir ihm nicht machen. Er ist nicht allmächtig, sondern er ist ein Geschöpf sowieso schon, angewiesen darauf, dass Gott ihm gewisse Dinge erlaubt. Und zweitens, er ist schon besiegt. Und das wollen wir auch nochmal lesen, diese Charta, dieser Freibrief, der im Kolosserbrief steht. Und da sehen wir auch einen Blick auf den Herrn Jesus. Ich möchte mal einen etwas größeren Abschnitt aus Kolosser 1 und Kolosser 2 mit uns lesen. Das dürfen wir im Glauben festhalten, wenn wir Überwinder sein wollen in dieser Zeit und in dieser Welt. Ich lese nochmal das, was ich schon hoffentlich auch auswendig richtig zitiert habe, nämlich ab Vers 13 in Kolosser 1. Er, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis oder aus dem Machtbereich der Finsternis, können wir auch übersetzen, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser, unser Herr Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ist uns das klar, dass da auch der Satan eingeschlossen ist? Und diese ganze Welt? Der Feind kann überhaupt nur so lange bestehen, wie Christus ihn bestehen lässt. Ein Wort von dem Herrn und er ist gestürzt. So wie auch der Antichristus, dieser aufgeblasene, hochmütige Mensch der Endzeit, der Gesetzlose, der Mensch der Sünde, mit einem Hauch des Mundes von unserem Herrn Jesus fallen wird, gestürzt und getötet werden wird und dann ist es aus mit seiner Herrlichkeit. Ein Hauch des Mundes genügt. Der Herr Jesus ist der Allmächtige. Er ist über allem. Alles hat seinen Bestand nur in ihm. Und wenn es da in der Offenbarung, in Offenbarung 13 heißt, von diesen ganzen gottlosen, bösen Menschen und Kräften, es wurde ihm gegeben zu lästern. Von wem denn? Von Gott, von dem Herrn Jesus. Ohne Erlaubnis kann er das gar nicht. Ja, und Gott hat es so geordnet und zugelassen, dass das Böse in dieser Welt ausreift. Deswegen hat der Satan Raum zu wirken, zu verführen. Und auf der anderen Seite ist es eine Bewährungsprobe für die Heiligen, dass sie daran lernen, in dieser Situation lernen, zu überwinden, indem sie sich festklammern an dem Herrn Jesus. Dann ist ihr Sieg gesichert und garantiert. Überhaupt keine Frage. Weil der Herr Jesus ist der Sieger. Ja? Wir lesen weiter. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Ist doch wunderbar. Der Herr Jesus hat den Siegerungen durch sein Sühnopfer. Er hat alle, die an ihn glauben, herausgerettet aus der Welt und heilig und untadelig vor Gott gestellt. Ja? Aber das dürfen und müssen wir im Glauben annehmen und festhalten. Diesen Glauben soll uns niemand rauben. Kein Verführer, auch nicht das Drohen des Satans.
Ja, der Herr Jesus hat ein vollkommenes Sühnopfer vollbracht. Und dadurch hat er die Welt schon jetzt besiegt. Und das finden wir auch im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Ich möchte diesen Freibrief auch uns noch vorlesen ab Vers 13 in Kolosser 2. Er, nämlich Gott, hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, nämlich mit Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Triumph! Der Feind ist überwunden, heißt es in einem Lied. Ja, herrlich! Und wir müssen wissen, die Rechtsgrundlage, warum der Satan als Fürst dieser Welt besiegt ist. Das hat eine Rechtsgrundlage, genauso wie auch der Satan Menschen, die unter seiner Macht sind, rechtmäßig quälen, verführen, bedrücken darf. Weil sie haben ja schließlich ihm ihre Loyalität gegeben und folgen ihm nach. Ja? Und das ist das Üble, dass wenn den Menschen, wenn sie das Böse ernten, das sie getan haben, indem sie dem Teufel dienen und dieser Welt dienen, und dann kommt Leid und Schwierigkeit über sie, dann klagen sie Gott an. Und das ist eine ganz große Unverschämtheit und Bosheit. Ja? Jemand, der gewählt hat, Gott zu verwerfen und dem Gott dieser Welt nachzufolgen, der muss sich nicht wundern, wenn der Gott dieser Welt ihm bezahlt mit der Münze, die er allein auszahlen kann. Lüge, Betrug, Mord, Quälerei. Ja? Und dem allem sind wir aber rechtmäßig entronnen und herausgenommen, durch das Opfer des Herrn Jesus, durch das Kreuz, durch das Blut des Lammes. Und das ist etwas so Wunderbares. Wir sind nicht mehr verklagbar. Ja, der Satan wird auch genannt der Verkläger. Ja, weil er alle, die wirklich in Sünde leben und nicht durch das Blut Jesu reingewaschen sind, die kann er zu Recht verklagen und kann über sie eine finstere und böse Herrschaft ausüben. Aber die durch das Blut Jesu Christi reingewaschen sind, über die hat der Verkläger keine Macht mehr. Er kann sie nicht mehr verführen, er kann sie nicht mehr verderben, er kann sie nicht mehr quälen. Ja? Das ist etwas so Herrliches. Der Satan ist entwaffnet durch das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz. Und dieses Opfer ist wirksam geworden durch die Auferstehung, wirksam geworden für uns auch, die wir unsere Rechtfertigung in der Auferstehung des Herrn Jesus empfangen haben. Und deshalb sind wir mitlebendig gemacht, mitgekreuzigt mit Christus, mitlebendig gemacht, mit auferstanden, mitversetzt in die Himmelswelt in Christus, Epheser 2. Das ist unsere Stellung. Das ist uns geschenkt in Christus. Wir können nicht in den Himmel raufklettern. Ja? Wir können uns so eine Stellung nicht verdienen und nicht erarbeiten, sondern wir können nur feststellen, die Bibel sagt, ich bin geistlicherweise mit Christus gestorben, begraben, was mein altes Leben angeht, und ich bin auferweckt zu einem neuen Leben und ich bin versetzt in die himmlischen Regionen. Und dort ist mein Leben verborgen mit dem Christus in Gott, Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Was kann der Teufel dann noch machen? Will er Gott antasten? Will er Christus antasten? Versteht ihr? Das ist unsere Sicherheit in Christus. Ja? Die können wir nur im Glauben ergreifen. Aber das Wort sagt es uns. Spürst du das? Fühlst du dich in Christus, in Gott geborgen? Das spüren wir meistens gar nicht. Und das ist auch überhaupt nicht das Thema. Ja? Unser Glaube ist nicht abhängig von unseren Gefühlen und schon gar nicht von irgendwelchen Visionen, die man angeblich hat. Ich war im Himmel oder ich war in der Hölle. Da warst du betrogen von dem Teufel. Ja? Wir sollen dem Wort glauben, nicht unseren Gefühlen und nicht irgendwelchen Träumen und Visionen. Aber das Wort sagt uns, in Christus sind wir herausgenommen aus der Welt und wir sind sogar in die Herrlichkeit des Himmels mit hineingenommen. Wir sitzen dort mit Christus und in einer gewissen Weise herrschen wir schon jetzt im Leben, Römer 5. Ja? Das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Wir sind nicht zu politischer Herrschaft berufen in dieser Welt. Absolut nicht. Ja?
sondern wir überwinden den Teufel, wir überwinden die Sünde, wenn wir in unserer Glaubensstellung in Christus bleiben und mit ihm wandeln, dann überwinden wir diese Welt. Ja? Das ist der Sieg. Dieser Sieg ist erstmal in Niedrigkeit. Wisst ihr, Gott hat es so geordnet, dass die Söhne Gottes, die einmal die Welt richten werden, die einmal Erben sein werden der ganzen Welt, ja? 1. Korintherbrief, 4. Kapitel, alles ist euer, die Welt ist euer. Das können wir gar nicht fassen, oder? Wir sind Erben dieser Welt, wir werden sie einmal regieren. Und genau deshalb müssen wir, wie auch der Herr Jesus in seiner Erdenzeit, wir müssen in Niedrigkeit erst einmal, durch Leiden, durch Nöte und Bedrängnisse hindurch in dieser Weltzeit, damit wir erhöht werden und damit wir auch als Richter und Regenten und Priester den Dienst richtig tun können in der kommenden Weltzeit. Das sind so Geheimnisse, ja. Aber das ist mir wichtig geworden, ja, diese Ordnung. Deswegen, wir sind Sieger, wir sind Triumphatoren, aber wir leiden, ja. Wir sind nicht solche, denen gar nichts passieren kann, die da irgendwie schon jetzt die Segnungen des himmlischen Reiches haben. Nein, sondern wir sind bedrängt, wir sind durch Gottes Zulassung und Gottes Schule in einer tiefen Schule, solange wir hier auf der Erde sind. Ja? Gerade weil uns Gott zu einer Herrlichkeit berufen hat in der kommenden Weltzeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ja? Also wir siegen im Leiden, wir siegen in der Niedrigkeit, ja? Wir siegen in der Schwachheit. Wir hätten es gerne anders, ne? Wir hätten es gerne so, dass wir womöglich irgendwelche als Lichtgestalten durch diese Erde laufen und alle Gottlosen müssen von uns fliehen und wegweichen und können uns gar nichts anhaben. Ja, das sind aber Fantasyfilme, ja? Das ist nicht Gottes Weg für uns, ja? Wir sind ganz normale Menschen nach außen hin. Wir haben Teil an den Schwierigkeiten, an den Leiden in vielerlei Hinsicht. Und gerade darin, dass wir trotzdem auf Christus vertrauen und er uns übernatürlich beschützt und durchbringt, gerade darin zeigt sich der Sieg über die Welt. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das festhalten. Der Herr Jesus hat den Sieg schon errungen. Wir dürfen in diesem Sieg einfach wandeln. Wir dürfen ihn im Glauben festhalten. Und dann wird er sich auch in unserem Leben wirklich entfalten und verwirklichen. Ja? Ich denke, das ist ganz wichtig. Und dann können wir auch im Glauben sehen, gut, ich bin bedrängt, ich habe Schwierigkeiten, ich werde vielleicht verfolgt. Ja? Der Sieg besteht darin, dass ich am Glauben festhalte, dass ich betend überwinde im Leiden und dass der Feind mich nicht dazu bringen kann, mich von Christus abzuwenden oder mir selber zu helfen, mir irgendeinen Ausweg zu geben, der Christus entehren würde, sondern dass ich zur Ehre Gottes festhalte an dem Herrn und betend überwinde alle Versuchungen, alle Bosheit, alle Bedrängnis des Feindes. Ja? Das ist der biblische Weg, die Welt zu überwinden. Ja? Das ist nicht der Heldenweg der Heiden, sondern es ist der Weg der Nachfolge dem Lamme nach. So wie der Herr Jesus auch. Er hat so viel Böses von den Menschen erduldet, er hätte nur ein Wort sprechen können und die ganzen Spötter und Leute, die ihn steinigen wollten, die ihn später verspottet und gequält haben, sie wären alle tot umgefallen. Ja? Das wäre ja gar kein Problem gewesen für den Herrn. Sondern er hat es ganz bewusst erduldet, zur Verherrlichung Gottes, damit der Plan Gottes erfüllt wird. Und so dürfen wir auch überwinden im Leiden, überwinden in Schwachheit. Ja? Das ist das Geheimnis dieses Siegesweges. Ja? Und wenn wir so im Glauben an dem Herrn festhalten, dann ist unser Glaube wirklich der Sieg geworden, wie es eben da heißt, der die Welt überwunden hat. Ja? Jetzt die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Ich denke, wir haben alle das Empfinden, dass bei uns oftmals dieser sieghafte, einfältige Glaube, dieses sich völlig Christus anvertrauen, fehlt. Und da möchte ich doch auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Was hindert uns, diesen Glaubenssieg so ganz festzuhalten? Und ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Punkt das zwiespältige Herz ist. Wir lesen da was im Jakobusbrief. Und das hat mich auch beschäftigt, wo ich mich mit dieser Predigt beschäftigt und vorbereitet habe. Jakobus 1 finden wir einen, der Schwierigkeiten hat mit dem Glauben und vielleicht erkennen wir uns darin auch zum Teil wieder.
Ich lese mal ab Vers. Ach, ich lese schon mal ab Vers 2. Der Zusammenhang ist eigentlich auch ganz interessant. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen oder ausgereift und vollständig seid, wenn es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, das steht nicht umsonst in der Schrift. Sind wir nicht manchmal auch geteilten Herzens, umhergetrieben von allerlei Winden, unbeständig in unserem Glauben? Ihr Kleingläubigen, warum habt ihr gezweifelt? Muss es der Herr uns auch manchmal sagen? Ich fürchte schon. Ja? Und ich denke, da gibt es ein seelsorgerliches Geheimnis. Wenn wir ein zwiespältiges Herz haben, wenn wir nicht von ganzem Herzen mit Einfalt und ganzer Hingabe am Herrn hängen, dann hat der Feind immer noch einen gewissen Ansatzpunkt, uns von dem Herrn wegzuziehen, uns auf zweifelhafte Wege zu bringen, zu faulen Kompromissen zu verleiten. Und er weiß ganz genau, wenn ich einen faulen Kompromiss eingehe als Jünger des Herrn, dann fehlt mir die Siegeskraft. Dann fehlt mir die Überwinderkraft. Dann kann ich auch ein Stück in meinem Glaubensleben in Niederlagen geführt werden, die dürften eigentlich gar nicht sein und die müssten nicht sein. Und ich finde es interessant, im 4. Kapitel kommt der Jakobusbrief auf den inneren Kern auch dieser seelsorgerlichen Problematik zu sprechen, die, denke ich, bei uns allen ein Stück vorhanden ist. Ich lese mal das 4. Kapitel, die ersten Verse vor. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also ein Versuch des Fürsten dieser Welt, die Kinder Gottes am Überwinden zu hindern, ist, dass er ihnen die Welt lieb macht. Deswegen heißt es auch im 1. Johannesbrief, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Ja? Wenn wir abgelenkt werden von unserem himmlischen Herrn hin zu den Dingen dieser Welt, Karriere, tolles Auto, irgendwelche Selbstverwirklichung, Ruhm, Ehre, Reichtum, dann bekommen wir automatisch ein zwiespältiges Herz. Dann ist unser Herz nicht einfältig auf den Herrn Jesus ausgerichtet, so wie es eigentlich sein sollte, so wie es der Psalmist so schön sagt in der Luther-Übersetzung, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ihr Lieben, wenn wir diese Einfalt Christus gegenüber haben, dann sind wir unbesiegbar. Dann haben wir Kraft und Freude und Sieg in unserem Leben. Und das weiß der Teufel. Und deswegen versucht er, einen Ansatzpunkt in unserem Herzen zu finden. Das mag immer was anderes sein, ja? Wo er unsere Lüste und Begierden reizt. Willst du nicht doch ein bisschen was von der Welt mitnehmen? Ja? Guck mal, was die alles Interessantes zu bieten hat. Ja? Da, du kannst doch trotzdem Christ bleiben. Ja, mach doch einfach auch ein bisschen mit der Welt rum. Ja? Da hast du beides. Ja? Ist doch viel besser. Bist du reicher. Von wegen. Ja? Wenn wir anfangen, einen Flirt mit der Welt zu machen, und so könnte man das frei auch übersetzen, die Freundschaft mit der Welt. Ja? Wenn wir einen Flirt mit dieser Welt machen, dann verlieren wir etwas ganz Kostbares. Und das ist die Kraft zu überwinden, die aus der Heiligung kommt, aus der Weihung für Christus, aus dem einfältigen Hingabe an Christus.
Das ist die Stellung, in der Gott uns haben will, in der wir eigentlich berufen sind zu bleiben. Und sobald unser Herz sich verleiten lässt, Ruhm und Ehre, Selbstverwirklichung, sonst irgendwas zu wollen außerhalb von Christus, dann sind wir selber geschwächt. Ja? Dann gleichen wir einem Simson, der einfach sein Geheimnis verrät an eine Heidin. Ja? Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir vom Sieg in die Niederlage kommen und zum Teil vielleicht sogar schmerzliche Niederlagen erleiden. Der Geist Gottes ist eifersüchtig. Ist Eifersucht immer was Schlechtes? Nö. Es gibt eine heilige Eifersucht. Die Eifersucht Gottes ist ganz berechtigt. Er hat uns geliebt, er hat einen großen Preis für uns bezahlt. Er will uns ganz für sich haben, ungeteilt. Und unser Herz ist so elend und so leicht geneigt, sich aufzuteilen. Irgendwelchen Begierden und Impulsen zu folgen, die nicht aus Gott sind. Und damit berauben wir uns selber. Wir sind Toren, wenn wir so handeln. Aber leider handeln wir trotzdem oft so und lassen uns betrügen. Und deswegen gibt es hier ein Rezept und das steht in den nächsten Versen. Wenn ich merke, ich bin irgendwo aus dieser Einfalt der Hingabe zu Christus rausgelockt worden, rausgebracht worden durch meine eigenen fleischlichen Begierden, durch die List des Teufels, dann gibt es einen Umweg, einen Weg zurück. Das ist etwas Herrliches. Gott sagt nicht, ja, wenn du jetzt abgewichen bist und nicht mehr in der völligen Hingabe an Christus lebst, dann hacke ich dich ab und werf dich weg. Ja? Das wäre furchtbar, wenn Gott so denken würde. Dann wären wir alle, glaube ich, nicht mehr unter den Lebenden, unter den Gläubigen, die diese Hoffnung haben. Sondern Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig und langmütig und von großer Güte und Huld. Da können wir so, so dankbar dafür sein. Ja? Wenn der Herr Jesus den Petrus abgeschnitten hätte, als er ihn verleugnet hat, dann hätten wir auch keinen Petrusbrief heute. Ne? Aber er hat ihn geduldig zurechtgebracht. Und das ist herrlich. Das ist wunderbar, dass wir umkehren dürfen, wenn wir merken, mein Herz ist zwiespältig geworden. Ich bin von der ersten Liebe an meinen Herrn abgewichen. Und ich fürchte, das müssen wir in der Endzeit alle ein Stück weit von uns sagen. Ja? Geht mir auch so. Und dann dürfen wir den Herrn bitten, Herr, bring mich zurück. Herr, bring mich wieder neu zu dieser Ganzhingabe. Und ich finde es so interessant, was da steht ab Vers 7 in Jakobus 4. Das ist ein seelsorgerlicher Ratschlag, den wir, glaube ich, alle beherzigen sollten. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wie gesagt, alle Sünde ist im Grund ein Stück entstanden aus Unglaube und Auflehnung gegenüber Gott. Wenn ich mich selbst verwirklichen will, damit rebelliere ich gegen Gott. Automatisch. Ist gar keine Frage. Entweder verwirklicht Gott sich in meinem Leben oder ich verwirkliche mich selbst. Ich muss mich entscheiden. Ja? Wenn ich mich für mich entscheide, weise ich Gott zurück und begehe Rebellion. Und deswegen immer wieder ein Neuanfang mit dem Herrn, eine Vertiefung der Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Weg zum Sieg führt über die Demütigung und die Sündenbekenntnis, dass ich mich wieder ganz neu meinem Gott und Vater und dem Herrn Jesus bedingungslos ausliefere. Das ist vielleicht manchmal schneller gebetet als getan. Ne? Wir sagen das manchmal sogar und bei der nächsten Gelegenheit nehmen wir das Versprechen wieder zurück und schauen doch selber, dass wir irgendwie noch unsere Interessen mit reinbringen. Ja? Also da brauchen wir Gnade vom Herrn, das wirklich in der Tiefe zu tun. Aber darum geht es letztlich, wenn ich weiß, mein himmlischer Vater liebt mich und er hat das Beste für mich vor, er hat einen vollkommenen Plan für mein Leben, dann kann ich mich Gott völlig unterwerfen und auch anvertrauen. Bedingungslos. Ja? Das kann ich mit keinem Menschen, jeder Mensch wird mich enttäuschen, aber bei Gott ist es absolut garantiert, dass er nur das Beste will, wenn ich mich ihm anvertraue, ja, und ich ihm unterwerfe. Und der, der uns verführt hat, Gott zu widerstehen und unser eigenes Interesse zu suchen, der Teufel, der da einen Zugang zu uns gefunden hat, über die Weltliebe, über andere Dinge, der muss fliehen, wenn ich die richtige Stellung in Christus einnehme und ihm widerstehe. Ja?
Also sobald wir in Christus unsere Stellung einnehmen, muss der Teufel von uns fliehen. Ja? Sobald ich mich aus dieser Stellung in Christus rauslocken lasse und mit der Sünde spiele, mit der Welt spiele, Irrlehren annehme, dann hat der Feind mich ein Stück an einen Punkt gebracht, wo ich besiegbar bin, wo er mir schmerzhafte Niederlagen zufügen kann. Und was ist die Konsequenz? Ich muss sofort wieder zu Christus fliehen und meine Stellung in ihm bewusster, vertiefter, konsequenter einnehmen. Dann bin ich auf Siegesboden. Ja? Das ist dann heißt es wie im Psalm 18, Christus ist meine Burg, meine Feste, mein Schild, mein Fels. Er lehrt mich siegen. Ja? Psalm 18 ist ein herrlicher Psalm für Christen. Ja? Siegespsalm. Aber außerhalb von Christus habe ich keine Chance. Und das weiß der Feind. Ja? Und deswegen zurück zum Herrn, nimm deine Stellung an, widersteh dem Teufel und dann muss er fliehen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ist es nicht herrlich? Jesaja, ja, sucht mein Angesicht, wenn ihr mich sucht, wenn ihr euch demütigt, dann will ich mich von euch finden lassen. Ja? Der Herr ist barmherzig und gnädig. Er vergibt, er ist der Gott, der uns immer wieder einen Neuanfang ermöglicht. In Christus haben wir dieses Vorrecht. Das ist wunderbar. Da dürfen wir so dankbar sein. Ja, und dann heißt es, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. So schön, so wunderbar. So, der Herr kennt ja unsere Herzen. Also reinigt eure Hände, ihr Sünder, wenn wirklich Tatsünden, irgendwelche Dinge auf uns sind, wo wir dem Herrn Unehre gemacht haben, seinem Willen ungehorsam waren, dann sollten wir ganz klar, so schnell wie möglich, das bekennen und lassen und uns davon reinigen. Ja, solange wir diesen Dreck auf unseren Händen haben, kann der Feind auf unseren Händen rumtrampeln. Ja, in dem Moment, wo wir uns reinigen, sind wir unangreifbar in Christus. Und das ist genau dieses Geheimnis, warum wir nicht aus Gesetzlichkeit und Zwang beständig uns von jeder erkannten Sünde reinigen sollten, sondern einfach, um den Herrn zu ehren und um dieses Leben führen zu können, dieses Christusleben, das uns zu überwindern macht und wo der Feind keine Chance mehr hat, wenn wir in dem Herrn bleiben. Ja, heiligt eure Herzen, weiht sie neu, Christus. Stellt sie zur Verfügung. Gebt euch hin, vertraut euch dem Herrn an, das heißt es. Ja? Mein Herz hat Gott geschaffen, damit es ungeteilt für ihn, für den Herrn Jesus lebt und schlägt und ich in der Liebe zum Herrn lebe und wandle. Und wie wenig tue ich das in der Praxis? Wie oft versage ich da? Ja? Und genau das ist die Front, an der wir arbeiten dürfen und sollen, wenn wir in der Endzeit Überwinder werden wollen, dass wir unsere Beziehung zum Herrn immer mehr vertiefen und klären lassen. Der Herr will das, er arbeitet dran. Wir müssen uns nur zu Gott nahen und dann naht er sich zu uns. Ja? Aber wenn wir dem Herrn widerstehen, wenn wir dem Herrn aus der Schule laufen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in Züchtigungen und Probleme geraten. Ja? Aber es gibt diesen Weg zurück und deswegen sind wir berufen, Überwinder zu sein, weil der Herr Jesus, auch wenn wir Fehler machen, wenn wir abirren von ihm, uns immer wieder barmherzig und gnädig zurückbringt. Ja? Und dann wird unser Herz von dieser Krankheit des geteilten Herzens geheilt. Dann will ich wirklich das, was der Herr will. Dann kann ich wirklich sagen, trachtet allein nach dem Reich Gottes. Und das, was ich wirklich brauche in diesem Leben, fällt mir zu, sagt der Herr. Da muss ich nicht nach diesen Dingen trachten und suchen, Wege suchen, wie kann ich für mich da auch noch auf dieser Erde ein bisschen Erdenglück sichern. Ja? Selbstverwirklichung, Karriere, berufliche Verwirklichung, was auch immer. Das ist Götzendienst, wenn ich das suche, unabhängig vom Herrn. Aber wenn ich dem Herrn in allem diene und mich ihm hingebe, dann sorgt er für alles und zwar im Überfluss. Ja? Und dann habe ich Leben und volle Genüge in Christus. Also das geteilte Herz ist die große Krankheit, die den Satan erlaubt, Siege über uns zu erringen, obwohl wir eigentlich Sieger sind. Obwohl wir eigentlich berufen sind, ihn komplett zu überwinden. Ja? Und Gott lässt es zu, dass der Teufel dann vielleicht manches Unschöne in unserem Leben tun kann,
damit wir zurückkehren zu ihm, damit wir merken, das ist der falsche Weg. So komme ich ab. Ich muss wieder zurück zu meinem Herrn, zurück zur ersten Liebe. Ich muss und darf Buße tun. Ja, das ist für manche, die eine Knechtsgesinnung haben, jetzt schon wieder Buße tun, ist ja schlimm. Nein, Buße ist ein Vorrecht. Buße ist etwas Herrliches. Es ist etwas Herrliches, wenn ich diesen elenden Rucksack mit ein paar schweren Steinen, den ich dummerweise die ganze Zeit rumgeschleppt habe, wenn ich den wegwerfen kann. Ja? Da kann ich doch froh sein. Und das sind diese Dinge, wir brauchen die richtige Gesinnung, die richtige Herzenseinstellung als Kinder Gottes. Und dann werden ganz viele Dinge leicht, die einem vielleicht sonst ganz schwer erscheinen. Ja? Und dann freut man sich, dass man Buße tun kann und sagt, Herr Jesus, mach mich frei von diesem elenden, geteilten Herzen, das eine Schande ist für mich und für dich. Ja? Wenn wir wüssten und uns wirklich bewusst sind, was für Herrlichkeiten und Reichtümer wir in dem Herrn Jesus haben, dann würden wir uns abgrundtief schämen für alles, was wir in dieser Welt noch suchen. Leider ist es uns manchmal etwas verdunkelt, diese Herrlichkeit in Christus, diese Hoffnung der Himmelsherrlichkeit, dieser Reichtum. Und der Feind tut alles, um uns das irgendwie zu vernebeln, sodass wir unser Glück hier links und rechts von uns auf der Erde suchen. Ja? Aber wenn wir Sieger sein wollen, dann müssen wir Schätze im Himmel sammeln statt Schätze auf der Erde. Dann müssen wir nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten zuallererst und einfach vertrauen, das, was ich wirklich brauche, das gibt mir der Herr, und was mir der Herr nicht gibt, das brauche ich nicht. Wisst ihr, was das für eine herrliche Freiheit ist? Mitten in einer Welt, die nach Ehre und Reichtum und allen möglichen Dingen giert. Es ist wunderbar, so zu leben. Ja? Und das kann ich nur Mut machen. Dann werden wir diesen Sieg erleben, wenn wir ungeteilten Herzens bei dem Herrn bleiben. Dann werden wir erleben, dass wir, wenn wir unser Fleisch mit seinen Begierden in den Tod geben, dass dann die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus an uns wirksam ist und in uns wirksam ist. Und dass wir einfach den Anschlägen des Feindes entgehen dürfen, dass wir Triumph feiern dürfen. Nichts in uns, kein Verdienst von uns, sondern aller Verdienst von dem herrlichen Herrn Jesus, der in der Himmelsherrlichkeit ist, mit dem wir verbunden sind, der uns übernatürlich beschützen will. Solange wir in Christus sind, solange wir auf seiner Spur gehen, sind wir in einem herrlichen Schutzbereich, da kommt der Teufel kein Millimeter ran. Deswegen versucht er uns rauszulocken. Ja? Geh raus aus deiner Burg, mach mal so einen Spaziergang und schau mal, was es da draußen alles Schönes gibt. Ja? Die Burg ist nicht so wichtig. Ja, ja. Und dann kriegen wir eins auf den Deckel. Ja? Und dann fliehen wir uns wieder in die Burg und siehe da, wir sind geschützt. Ja? Aber außerhalb der Burg haben wir gar nichts verloren. Und das ist diese Lektion, die uns zu Siegern macht. Ich habe den kompletten, vollkommenen und ewigen Sieg in dem Herrn Jesus. In mir selber habe ich gar nichts. Da habe ich nur die Fähigkeit zu Niederlagen. Ja? Aber in Christus habe ich alles. In Christus habe ich die Fülle. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht, Kolosser 2, 8, 9, 10. Ja? Und der Feind versucht uns, von dieser Fülle in Christus wegzulocken. Der Feind versucht uns, von diesem Siegesposition in Christus wegzulocken. Und dann erleiden wir Niederlagen und werden schwach. Und dann dürfen wir wieder zum Herrn fliehen und erneut bitten, Herr Jesus, schenke mir diese Weihung für dich, dass die Kraft deines Geistes mich erfüllt, dass ich ein Werkzeug für dich werde und dass ich in deiner Spur gehe, dann bin ich unbesiegbar von dem Feind. Ja? Das möge der Herr uns schenken, dass wir in dieser Weise Sieger und Überwinder sind. Ich möchte zum Abschluss noch zwei Verheißungen uns lesen, die auch in dieses Thema reingehen. Römer 8, fängt schon bei Vers 31 an. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der Satan ist ein gerichtetes, gefallenes Geschöpf. Die Allmacht Gottes steht turmhoch über ihm. Hat keine Chance gegen Gott. Wenn Gott für mich ist, dann kann die Welt nicht gegen mich angehen und der Teufel auch nicht.
Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist das Problem von uns. Dieses alles, das können wir alle mit unserem armseligen Verstand nicht erfassen, was das alles bedeutet. Ja? Alle Segnungen der Himmelswelt, alle Fülle an Kraft, an Sieg haben wir in dem Herrn Jesus geschenkt bekommen. Jeder von uns. Die Frage ist, wie viel leben wir aus? Wie viel ergreifen wir im Glauben? Wie viel leben wir da drin? Ja? Aber es ist uns alles geschenkt in dem Herrn Jesus. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Na, der Teufel will es gerne. Ja? Er ist ja der Verkläger. Aber er hat keine Chance, wenn das Blut Christi meine Gerechtigkeit ist. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist übrigens auch noch ein Bestandteil dieses herrlichen Sieges, dass wir nicht nur das Blut des Lammes haben, das auf dem Gnadenthron beständig für uns spricht, sondern wir haben auch einen Fürsprecher und himmlischen hohen Priester, der Tag und Nacht vor dem Thron Gottes für uns eintritt. Dort, wo der Teufel Tag und Nacht vor diesem Thron steht und immer noch seine Anklagen gegen die Kinder Gottes vorbringt, zum Teil zu Recht, weil wir sündigen, weil wir untreu sind, da steht dieser herrliche Herr, der alle unsere Schuld getragen hat und bittet für uns und tritt für uns ein. Und deswegen hat der Satan null Chance, überhaupt keine Chance. Wenn wir auf diesen Herrn blicken und mit ihm rechnen, das ist so wunderbar. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Also wohlgemerkt, hier wird nicht gesagt, das passiert euch alles gar nicht, Drangsal oder Angst. Ja? Nein, sondern es wird gesagt, das kann euch nicht scheiden. Das kann euch geschehen, wenn Gott es zulässt, aber ihr werdet in dem Ganzen und durch das Ganze hindurch bewahrt. Das ist der Sieg. Nicht, dass wir das alles gar nicht erleben. Das hätten wir gern. Ach, so ein problemloses Leben, wo alles glatt geht. Nein, sondern mitten in den Nöten und Anfechtungen überwinden wir. Vers 37. Das ist eben der Vers, der mir besonders wichtig ist. Aber in dem Allem, nicht außerhalb von dem Allem, in dem Allem überwinden wir weit, sind wir mehr als Sieger und Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ja? Das ist immer so wichtig. Und immer, wenn von Sieg die Rede ist, dann ist vom Herrn Jesus die Rede, nicht von uns. Wir sind nicht die Helden, die Siegertypen, sondern der Herr Jesus ist der Sieger und der, der sich an ihm festhält und an ihn klammert, den bringt er zum Ziel. Wunderbar. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, das ist so wunderbar. Das müssen wir einfach festhalten im Glauben, mitten in den Bedrängnissen des Alltags. Und dann werden wir zu Überwindern werden. Ich möchte schließen mit einem meiner Lieblingsverse, 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Das ist das Ende des Auferstehungskapitels. Und die Auferstehung spielt eine Schlüsselrolle in diesem herrlichen Sieg, den der Herr Jesus für immer errungen hat, über Satan, Welt und Sünde. Können wir jetzt nicht ausführlich behandeln. Aber seine Auferstehung hat diesen Sieg, der am Kreuz errungen wurde, besiegelt und festgemacht und für uns fruchtbar gemacht. Und dann heißt es, angesichts der Auferstehung, Vers 55 folgende: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott gibt uns beständig Sieg, so kann man das auch übersetzen, das ist eine Präsensform hier, ja. Gott gibt uns beständig Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir dürfen ihm danken dafür. Wir dürfen diesen Sieg im Glauben annehmen. Und die Folge,
Vers 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, das ist so wichtig. Es geht ja um den Dienst für den Herrn. Es geht darum, dass noch Seelen gerettet werden sollen in dieser letzten Zeit, dass Gemeinde gebaut wird zur Ehre des Herrn, dass der Herr angebetet wird, mitten in einer Welt, die ihn verworfen hat. Und dafür gilt es zu kämpfen, zu leiden, Lasten zu tragen. Ja? Der Dienst für den Herrn in der Gemeinde ist nicht irgendwie ein Zuckerschlecken, das ist nicht irgendwie eine leichte Karriere, eine Form von Selbstverwirklichung. Wer das meint, der hat sich völlig getäuscht. Ja? Sondern wenn du ernsthaft dem Herrn dienst in diesem Werk, dann wirst du angefochten, manchmal auch angefeindet, dann versucht der Feind dich anzugreifen, die Welt verspottet dich, du hast jede Menge Schwierigkeiten. Und genau deswegen ist es geschrieben, in dem Ganzen gibt Gott uns beständig den Sieg. Und deshalb sollen wir nicht den Mut verlieren. Deshalb dürfen wir vorwärts gehen im Dienst für den Herrn, im Aufblick auf den Herrn. Wir dürfen sogar immer zunehmen, nicht immer weniger machen, sondern wir dürfen wachsen und zunehmen im Werk des Herrn, weil wir wissen, diese Arbeit ist nicht vergeblich. Der Herr Jesus wird dafür sorgen, dass dieser Dienst Frucht bringt für die Ewigkeit, in geretteten Seelen, in der Verherrlichung Gottes, in dem Lohn, der als Siegeskranz auf die wartet, die im guten Kampf des Glaubens dem Herrn dienen und siegen und überwinden. Ja? Die werden einmal eine Krone, eine Siegeskrone ererben. Uns scheint es vielleicht ziemlich fern zu sein, dem Apostel Paulus war das ganz wichtig. Guck mal, wie oft er von diesem Siegeskranz und von diesem Tag der Rechenschaftslegung spricht. Das war ihm ganz wichtig, dass dieser Tag kommt und dass er dann für alle seine Opfer und Mühen einen Lohn ernten wird. Und so möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr dort, wo der Herr euch hingestellt hat, ihm dient und dass ihr euch ausrichtet auf den Herrn, ihm zur Verfügung stellt, ihm euch anvertraut und ihr werdet erleben, dass der Herr Jesus euch beständig den Sieg gibt über Welt, Sünde und Satan. Der Herr Jesus ist der Sieger. Und im Glauben dürfen auch wir Überwinder sein. Das möge der Herr uns allen schenken. Amen. Ja, wir wollen noch aufstehen. Wir möchten noch mit uns beten. Ach, lieber Herr Jesus Christus, wir können dich nur von ganzem Herzen preisen und dir Dank und Anbetung bringen. Du warst bereit, für uns, die wir verfinsterte, verkehrte, entfremdete Geschöpfe waren, deine Feinde, du warst bereit, für uns von der Himmelsherrlichkeit auf die Erde zu kommen. Du warst bereit, Mensch zu werden und dich völlig aufzuopfern für uns, unsere Schuld zu tragen, als der Inbegriff der Sünde in dem heiligen Gericht Gottes zu stehen, dein Blut zu geben, um uns reinzuwaschen und zu heiligen und für dich zu erwerben. Herr Jesus, wir können dir nur von ganzem Herzen dafür danken. Ja, und du hast am Kreuz, du hast in deiner Auferstehung, in deiner Verherrlichung einen kompletten Sieg über den Teufel und die Welt und die Sünde errungen. Du hast uns herausgerettet aus der Welt, dass wir nicht mehr Teil dieser Welt sind. Und du hast uns geheiligt für dich, dass wir als dein Volk dir von ganzem Herzen dienen. Und du siehst, wie ja, wir in geistlichen Kämpfen sind, wie gerade in dieser Endzeit der Feind versucht, uns von dieser ganzherzigen Hingabe an dich abzulenken, uns ein zwiespältiges Herz einzuflößen, dass wir die Dinge dieser Welt lieb gewinnen, dass wir auf andere Dinge Wert legen, als auf das, dir zu dienen und dich zu verherrlichen. Da mögest du uns doch zur Umkehr führen, wo das der Fall ist. Mögest unseren Glauben stärken, dass wir wieder neu uns dir weihen und auch neu wieder unsere Stellung in dir einnehmen. Ja, da sind wir unbesiegbar, weil du der Sieger bist. Da sind wir Überwinder, weil du in uns bist, du, der du größer bist, als diese Welt und der, der in der Welt ist. Herr Jesus, bitte schenk uns diesen Blick auf dich als den herrlichen Herrn, als den liebenden Hirten, als den großen Sieger und Überwinder, damit wir nicht nachlassen im Dienst für dich, damit wir nicht nachlassen darin, das Evangelium zu bezeugen, die Gemeinde zu bauen, dir priesterliche Anbetung zu bringen. Herr, mögest du uns stärken, jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Mögest du uns segnen, wenn wir auseinandergehen, uns die Kraft deines Geistes verleihen, dir noch zu dienen in dieser allerletzten Zeit. Wir preisen dich, wir beten dich an, unseren Herrn und Erlöser. Amen.